Hallo, hier ist Dada Mission. Ich bin der Dennis, ich mache eine Show vom Sonic Others Unbelievable Shaders. Oh, nicht alleine, ich bin auch noch da. Stimmt, weil normalerweise habe ich immer nur die Let's Shows gemacht. Ja. Yep. Und wo fangen wir an? Weil der Shader ist so wundervoll. Ja. Ja, also ihr seht natürlich, alles ist wunderschön hell. Und jetzt würde ich auch mal gerne wissen, was ist eigentlich deine Meinung zu dem Shader-Mod? Also mir gefällt der Shader also schön, also auch wenn jetzt zum Beispiel jetzt in Real Life, also für Leute, die kein Real Life kennen, Real Life, auch wenn jetzt Sommer wäre und da kommt jetzt so Sonnenschein und alles. Und ja, das ist auch echt, also der Shader. Man muss schon sagen, das ist wirklich gut echt gemacht. Ja. Und ja, also man sieht, alles ist hell, ist ja klar. Sonnenstrahlen, wenn man in die Sonne guckt, sieht man hier so eine Art Reflexion, wie im Echt. Bäh. Nachher gehe ich noch auf die Mondstrahlen ein. Ja, das Gras bewegt sich in unterschiedlichen Windstärken. Da kann man jetzt mal kurz gucken, ob sich da was ändert. Da zum Beispiel hat sich schneller bewegt. Die Blätter bewegen sich, ich glaube auch je nach Biomart bewegen sie sich schneller. Hier eher langsam. Und hier geht es eher ein bisschen mehr ab. Da hinten zum Beispiel. Und ja. Aber ich bin ja auch an der Grenze von 3 Biomen. Ja. Und passt eigentlich auch, weil wir sind da, du bist ja an der Grenze und da kannst du es auch besser zeigen. Ja, weil früher hatte ich auch immer Probleme, dass Minecraft abschmiert, wenn ich hier irgendwie in den Dschungel gehe oder so. Man sieht, Framerate, alles Taco. Alles Taco, du Wurst. Jetzt hab ich Hunger. Da hatte ich ja immer Angst, auch weil sich die Blätter bewegen, wäre es ja fast immer abgeschmiert. Ja. Ja, das und sind schon so fast schon die Hauptsachen so. Und natürlich mit Mucke, also wenn ihr die hört. Ich hoffe nämlich, ihr hört die Musik auch. Aber die ist echt geil. Und ich muss jetzt auch mal kurz gucken, wie groß ist denn der Dschungel eigentlich? Alter. Ich glaube, die ist nicht so klein. Nee, Pilze wachsen da drauf noch. Ja, also die Blätter bewegen sich, ist ja klar, was sich auch noch bewegt. Kann ich gleich auch noch mal zeigen. Kaktusse. Weißt du, wie das denn aussehen würde? Ja. Übrigens jetzt auch für Minecraft Version 1.4.6. Also das Wasser, weiß man ja schon von älteren. Es reicht eigentlich, weil... Version, das sieht ziemlich geil aus. Das sieht aus wie Welleneffekte. Entschuldigung. Nein, Spaß. Und ja. Und was sich da dann drauf noch bewegt, sind die... Ich kenne den Shader noch, also... Die Seerosen natürlich. Die Lianen bewegen sich, glaube ich, nicht mehr. Hurra, sonst wäre es ja auch schon abgekackt. Also, wir empfehlen euch den Shader auch, aber nur, wenn ihr einen guten PC habt. Also. Genau, weil sonst kann ich euch da wirklich nicht helfen. Dann ist schon euer PC tot. Ja, der ist kackt dann super ab und da können wir dann auch wirklich nichts mehr machen. Ja, und... Dann kommen wir nämlich jetzt noch zu einem anderen Teil, nämlich, soweit ich weiß, bewegen sich immer noch die Blumen. Jupp. Oder auch nicht, ja, weil die ändern in jeder Version was. Mal bewegen sich die Seerosenblätter, mal nicht. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Sonic Ether oder wie du heißt. Also ich muss wirklich schon Respekt sagen an den Mod, weil... Also ich glaube, die haben auch sehr, sehr lange dafür gebraucht, also... Weil wir wissen ja, die bringen ja Minecraft-Versionen schnell raus, aber... Naja, aber das waren ja nicht die Minecraft-Macher, die den Mod hier gemacht haben. Aber die brauchen aber echt lange, also... Die aber Macher hier von dem Shader, ja, er versucht ja seit einem halben Jahr die Version raus... Ja, hallo Schwein. Hallo Schwein. Du Schwein, nein. Er versucht ja seit einem halben Jahr die Version rauszubringen. Mhm. Aber er fügt halt immer wieder neue Sachen ein und probiert dann noch so ein bisschen was. Also ich denke, es wird noch dauern. Aber Respekt. Und vor allem, was ich auch noch mal zeigen will, wenn wir jetzt eine perfekte Stelle treffen, dann sieht man, dass die Sonne durch die Blätter durchgeht. Dafür müsst ihr allerdings auf schön stellen, weil auf schnell, ja. Oh mein Gott. Auf schnell läuft das Spiel zwar flüssiger, aber guckt euch mal diese Chunk-Bugs an. Lol. Ja. Ja, das war jetzt natürlich fail. Ich würde eigentlich auf Steuerung drücken. Da seht ihr diese Chunk-Bugs, wenn ihr auf schnell habt. Deswegen empfehle ich euch auf schön. Jetzt wird es Nacht, da kann ich euch auch noch mal was zeigen. In der Nacht sieht es zwar leider immer grau aus. Grau. Dafür in der Nacht kann man jetzt sehen vielleicht, es ist ziemlich dunkel. Ja, ich muss zugeben. Ich sehe gerade gar nichts. Und dabei haben wir die Helligkeit auf hell. Nee, jetzt hätte ich gerne den Mond. Wo ist er denn? Man sieht die Mondstrahlen, krass, wie sie da drauf reflektieren. Das kann man jetzt... Komisch. Ich weiß jetzt auch nicht, warum es so stark dunkel ist.
Vielleicht habe ich auch was falsch gepatcht im Texture Pack, weil ich zeige euch ja gerade mit dem Faithful. Faithful! So, jetzt gehen wir mal hier rüber über den Dschungel. Und ja. So, da sieht man das Wasser mit den geilen Welleneffekten. Und das sieht ein bisschen buggy aus. Ja. Ja, das Huhn hat ein schönes Bad. Ja, da sieht man auch, dass das Huhn reflektiert im Wasser. Auch. Also, der Mod ist echt Hammer. Geil. Gleich kommen wir dann auch noch zu den FPS-Tipps. Da sieht man auch Reflektionen an einem Baum. Das kann ich euch beim Regen zeigen, aber dafür müsste ich mich vom Dschungel entfernen. Oh, wir müssen doch in den Dschungel. Klappt jetzt gerade nicht so ganz mit den Reflektionen, weiß jetzt nicht warum. Vielleicht haben wir das Texture Pack nicht so gut gepatcht. Ja, aber trotzdem, Hallo Pilze. Hä, ist jetzt gerade hier dunkler geworden? Ja, es ist ein bisschen dunkler geworden. Komisch, die Framerate ist immer noch stabil, das ist sehr schön. Und ja. Was soll man eigentlich noch sagen? Das war eigentlich schon fast das Wichtigste von Mods. Ja. Wenn man jetzt Tiere schlägt oder so, das ist aber jetzt nicht ganz so wichtig. Nehmen wir mal ein. Ja, ja, das wäre schon mal. Ich bin ja auch der schlauste einer. So, wenn wir jetzt hier so ein. Oh. Naja gut, jetzt sieht man fast gar nicht mehr, dass wir Schaden kriegen. Also mit jeder Version wird der Shader sowieso ein bisschen komisch, ist mir jetzt nur mal so aufgefallen. Also, ja, okay, mir auch ein bisschen, aber naja. Trotzdem naja gut. Ist der Shader auch schön. Dann kommen wir jetzt mal zu den FPS-Tipps. Gehen wir natürlich in die Grafikeinstellungen, ist klar. So, also, ich kann jetzt natürlich nicht gerade sagen, dass ich Probleme mit dem Mod habe. Aber wer Probleme mit dem Mod hat, dem würde ich das hier schon mal gar nicht empfehlen, weil die Sichtweite verbraucht am meisten. Dem würde ich empfehlen, sie immer auf normal zu stellen. Normal ist nämlich gut. Ja, bei mir läuft es natürlich jetzt noch besser. Ja. Der sollte dann natürlich auf schnell stellen, auch wenn es natürlich dann nicht so toll aussieht wie das hier. Also das sieht wirklich ein bisschen strange aus. Ich stelle jetzt mal meine Einstellung zurück, dann würde ich euch empfehlen, bei Smooth Lighting habe ich keine Ahnung. Ich glaube, das zieht, glaube ich, ein FPS oder so. Kann man ausstellen, wie man will. Ist mir jetzt egal. Ich lasse es mal an. Performance immer maximal FPS. Ich könnte sogar hier was weiß ich was einstellen, das läuft. Aber das heißt ja nicht, dass bei euch auch so läuft. Ja, und ich würde nur. 3D-Effekt. Vorher nicht zu sagen, das ist auch klar. Das hier ist vorher Endgrafikkarten, Leute. Also. Ja. Ich kann es ja auch auf Fancy stellen, ist mir jetzt egal. Nochmal zu den 3D-Effekten. Wenn ihr mal gehört habt, mit den 3D-Effekten mit 3D-Brillen. Voll, ja. Also, es klappt nicht. Ich sag euch, es klappt gar nicht, weil. Er wollte es mal spaßeshalber testen, hat sich zu Hause eine 3D-Brille aufgesetzt, hat den 3D-Modus angemacht, das sah ja immer noch beschissen aus. Ja, also es sieht aus wie immer eigentlich. Ja, und hier Helligkeit, ja, entweder auf hell oder auf düster. Auf hell wäre jetzt besser, weil wegen der Nacht. Chunk Loading, Smooth, Multicore oder Default ist, glaube ich, egal. Default, da läuft es, glaube ich, am schlechtesten. Was man in meinem Fall jetzt nicht behaupten kann. Ich bin jetzt sowieso gerade keine. Naja, auf Smooth läuft es halt ziemlich gut. Also auf Smooth eigentlich am besten, weil bei Multicore hat man diese Flacker-Effekte, das dann so komisch verbuggt ist. Da sieht man übrigens, da sieht man gerade schön die Reflexion. Die sieht man übrigens auch bei Glowstones. Sorry, keine Ahnung, wie es aussieht bei Glowstones und. Beende mal kurz die Musik. Ja, mach ich dann. Also, halt. Glowstones sind very hell. Man sieht sowieso auch das Lichtsystem. Das Lichtsystem ist ja sowieso ziemlich überarbeitet worden, wenn man jetzt hier eine Fackel setzt, meinetwegen hier im Dschungel. Ja, das ist auch dunkel, also sehr, sehr dunkel. Also nicht so dunkel. Ja, also es ist mehr so orangenrotes Licht. Also, es gefällt mir. Denk mal, das kann man jetzt schon gut sehen. Ja, ist eigentlich realistisch gemacht, auch auf die Blöcke. Eigentlich gibt es in der neuen Version auch Bump Mapping, nämlich dass die einzelnen Schatten auf den Blöcken reflektiert werden. Ich habe jetzt aber leider nicht das richtige Texture Pack dafür. Aber wir waren eigentlich hier bei den FPS-Tipps. Ja. Fog ist, glaube ich, egal. Fan, weiß ich nicht. Bin ich kein. Kenne ich mich damit nicht aus. Ja, ich habe hier mal alles auf Fast gestellt, weil dann läuft es besser, auch wenn das Grass Fast nicht wirklich viel Einfluss drauf hat. Trees sollte schon Default sein, finde ich, weil. Ja, Wolken, Sonne, Mond. Sonne, Mond wäre besser für euch, wenn ihr die anlasst. Das zieht auch kaum FPS. Quality hier,
Das hier sollte ausgestellt werden. Das zieht am meisten auf der FPS. Da sieht man auch schon das Rote. Ja. Mein Gott. Und das hier zieht eigentlich auch sehr viel. Das ist nämlich diese Kantenglättung, glaube ich. Was auch bei anderen Spielen gibt. Clear Water kann man einstellen, wie man will. Da sieht zwar unter Wasser ziemlich gut aus, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das an den FPS zieht. Das ist mir jetzt auch egal. Better Grass kennt man ja. Also der Rest ist egal. Das könnt ihr so einstellen, wie ihr wollt. Animations. Es wäre besser, wenn alle Animationen an sind, sonst ist Minecraft nicht so toll. Ja. Die Regenanimation. Naja, ihr wisst schon. Performance ist, glaube ich, egal, was man da einstellt, weil die Performance-Settings in Optifine bringen gar nichts. Eigentlich. Das hier bringt mehr als das, weil wenn man Smooth FPS anmacht, dann sind die FPS noch schlechter als vorher. Smooth World On oder Off ist, glaube ich, egal. Aber ich glaube, On wäre besser. Ja, dann wäre es das jetzt schon fast. Ich kann das jetzt mit dem Default Texture Pack sieht es jetzt noch ein bisschen anders aus. Da, man sieht schon. Ja, aber ich denke mal... Ja, einfach so orange, also wie bei den Fackeln. Ja, aber es sieht noch viel besser aus, finde ich ja, eigentlich. Also, Faceful, naja, okay, also... Also, irgendwie finde ich das Faceful Texture Pack perfekt zum Original, aber dafür seht ihr hier im Original Texture Pack, dafür ist hier die Nacht normal. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum das im Texture Pack nicht richtig funktioniert. Und dafür sieht man hier besser die Mondstrahlen drauf. Ja, ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall, das Wasser funktioniert jetzt auch, glaube ich, mit dem Texture Pack nicht so richtig. Mit dem Original Texture Pack. Ja, da seht ihr nämlich schon. Das weiß ich jetzt nicht mehr, woran das liegt. Ja, aber leider wackelt es nicht. Naja, ist auch egal. Man muss ja nicht mal sehen, ob das Wasser wackelt. Mit den restlichen Texture Packs weiß ich nicht. Die habe ich nicht gepatcht. Und ach ja, jetzt sieht das ja wieder hier so aus. Sorry, da muss ich wieder auf Tag stellen. Wie mache ich das denn dann im Let's Play, wenn es Nacht wird? Egal. So, dann wäre das auch schon fast gewesen. Noch eine Sache, ihr braucht unbedingt Optifine, sonst läuft es gar nicht. Ja. Und ja, viel Vergnügen mit dem Mod, wenn er bei euch läuft. Wenn nicht, dann... Und ja, Weiß ich auch nicht, dann... Ja, und ich wollte noch was sagen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr unten ein Like abgeben. Ja, und... Oder auch Kommentar schreiben und gegebenenfalls... Und wenn ihr uns noch nicht auf dem Kanal vorbeischauen, könnt ihr auch und gegebenenfalls halt auch abonnieren. Ja, und wenn ihr uns noch nicht kennt, ich bin der Max. Und ich bin der Dennis. Und wir sind von... Und wir sind Dada Mission und... Ja, mit dem Shader. Genau. Und dann würde ich auch mal sagen... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Part. Ich suche jetzt noch einen großen Baum. Ja. Der wäre perfekt. Nee, der da hinten wäre perfekt, aber... Ja, ist jetzt egal. Komm, sieht gut aus. Jetzt wird es hier leider ein bisschen ruckelig, ist aber egal. Ja, dann würde ich sagen... Naja, Leute. Eigentlich wird es nicht ruckelig, aber egal. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen... Tschüss, Leute. Hoffentlich hat euch der Shader hier gefallen. Yep. Und dann tschüss.